Hallo, 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 liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Inner World 2. So, ihr Lieben, ha, war das nicht schön in der letzten Folge? Wir haben ziemlich viel erreicht, wie ich finde. Also wir haben die Wache ausschalten können, wir haben dann die komische Ratte auf diese Wache hetzen können, wir haben den Schlüssel erhalten, wir haben die Handschellen von Libretta gelöst, wir haben ihr Pinsel und Malzeug besorgt und jetzt müssen wir nur noch ein Bild dieses komischen blauen Maurice-Kaktus erstellen, glaube ich. Und dann haben wir das hier auch schon wieder. So, dementsprechend erstmal Papier. Danke. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. Sehr gut, dann bekommst du... Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann... Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. Hier sind dann deine Pinsel. Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Mhm. Die andere darfst du behalten. Danke. Mir fehlt aber noch... So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Okay, dann bekommst du jetzt die rote Farbe. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt... So... Dann die gelbe Farbe. Die Farbe ist gut. Aber wie soll ich denn mit Pulver zeichnen? Oh, okay. Warte, da habe ich dann eine Idee. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Okay, gut, weil ich hatte mich nämlich gerade eben noch gefragt, als ich das alles überreicht habe, was ich mit der Fleischsuppe da noch machen soll. Aber das ergibt ja dann eigentlich relativ viel Sinn. Die Suppe fasse ich nicht an. Möchtest du das nicht mischen? Die Suppe fasse... Möchtest du das überhaupt nicht mischen? Das wäre doch jetzt die Idee, oder nicht? Die Suppe Okay, die Idee ist anscheinend nicht... Oh nein! Okay, was machen wir jetzt damit? Weil wenn wir die nicht anfassen... Köstlich. Obwohl, vielleicht könnten wir das so... Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Okay, mit Wasser irgendwie versetzen, funktioniert das denn? Ah ja, okay, alles klar. Funktioniert, hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir mischen das jetzt irgendwie mit der Suppe oder machen das halt bei der Nackenrolle nass. Aber wir haben es direkt in die Kloschüssel getaucht und das hat auch funktioniert. Sehr schön. So, die letzte Farbe... Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Jetzt hast du alles, oder? Danke. Jetzt habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Ach, herrje. Das hätte ich mir mal vielleicht merken sollen. Genoppt, zackig, gekräuselt, gerade. Mach mal gerade. Gerade. Und er hat genau... Oh, was? Das soll ich mir auch noch merken? 4 Blüten. Okay, ich muss dringend nochmal gucken. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so... Misch aus allen irgendwie. Ja, irgendwie mehr so ein Misch halt aus allen, ne? Irgendwie... sowas. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Was? Der Kaktus hat... Woher soll ich denn wissen, wie viele Stacheln der hat? What the heck? Holy shit, was? Was? 12 Stacheln. 12 Stacheln. Und wie soll er heißen? Blauer Maurice. Das weiß, das ist das Einzige, was ich wirklich fest weiß. Maurice. Maurice. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Vielleicht muss ich da aber auch gar keine Vorlage erfüllen irgendwie. Vielleicht reicht es schon, wenn wir ihm die hier jetzt geben. Vielleicht dürfen wir uns das wirklich selbst ausdenken. Was soll das sein? Okay, anscheinend doch nicht. Okay. Nur Ballast. Gut, so viel zu dem Thema. Gut, dann muss ich mir jetzt mal ein bisschen aufschreiben. Also, das sollte eine aus den und den sein, ne? Das würde nichts bringen. Warte mal. Der sieht... Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla. So, grüne Libelle, Blihabla und den Doyenpik. So, 2, 4, 6, 8, 9 Blüten. 9 Blüten schreibe ich mir schon mal auf. Dann haben wir... Ja, das Problem ist nur, was ist denn dann jetzt... Es ist ja eine Mischung irgendwie. Das hier hat gerade Stacheln, das hat solche und das hat so zackige... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Stacheln theoretisch, aber ich glaube 15 gab es gar nicht.
Aber wenn es eine Mischung, ich weiß, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ne? Vor allem die Form ist ja jetzt dann auch irgendwie, an was orientiert sich man? Sagt man, es hat zum Beispiel die zwei Blüten von denen, die sechs Stacheln von denen und die Form von dem? Man ist sich halt nicht so ganz sicher, ne? Woher soll man das denn so genau wissen? Dazu fällt mir der Sieb. Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Also ich könnte mir vorstellen, warte mal, ich mache es mal so. Ich schreibe mir das mal so auf. Also er hat ja gesagt, grüne Libelle, Blihabla und Doinkpeaks. Ich mache mal diese Reihenfolge. Sagen wir mal, grüne Libelle hat zwei Blüten. Ich probiere jetzt mal verschiedene Sachen aus. Hat 2, 4, 6 Stacheln. Und ist relativ, also und hat diese Form. So. Der Blie hat 3 Stacheln. Die sind halt so. So, und hier muss ich die Stacheln gerade zeichnen. Dann hat der diese Y-Form und 3 Blüten. Und der hier hat halt, gebe ich mal Doin ein, der hat 4 Blüten, 6 Stachel. Und das eher mehr in dieser Form und er ist gerade. Okay. Gucken wir einfach mal. Also eins muss ja davon entweder, man muss irgendwie das nach und nach irgendwie dann so quasi machen. Mal gucken, okay. Wir brauchen dann nochmal. Ja? Ich brauche nochmal ein Bild, bitte. Kannst du mir jetzt... Na klar. Wie soll okay. Also seine Stacheln sind... Gut, jetzt guck. Also man könnte halt auch sagen eventuell, dass man eine Mischung irgendwie versucht aus diesen... Also dass die drei kommen alle vor, weißt du? Die Frage ist halt, okay, versuchen wir mal Libellenstacheln, also gerade. Gerade. Und er hat... Er hat, genau, dann versuchen wir mal von diesen Blee-Dings. Er hat 3 Blüten. 3 Blüten. Und wie sieht der... Der Körper ist mehr so... Gerade, weil wir jetzt von diesem Doin-Ding ausgehen. Lang. Okay, fast fertig. Der Kaktus hat... Ja gut, und das ist jetzt die Frage, ne? Also insgesamt haben wir 6, 12, 15 Stachel haben wir insgesamt. Das heißt, ja, die Frage ist, beginnt es jetzt wieder von vorn? Also haben wir jetzt dann... Ich mach mal 6. 6 Stachel. Vielleicht auch... Und wie soll er heißen? Nein, ich glaube 9. 9 wäre gut, glaube ich, in diesem Fall, weil... Maurice auf jeden Fall. Alles klar. Vielleicht 9 eher, weil... Ja, wenn es eine Mischung wäre... Mal gucken. Ich muss mal gucken. Vielleicht gefällt ihm das. Was soll denn? Okay. Das gefällt ihm auf jeden Fall auch nicht. Dann noch einmal. Ja? Ich verstehe nicht. Soll man vielleicht die... Kannst du mir jetzt... Na klar. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Ist halt die Frage, ob das hier so irgendwie auch... Also, wir haben halt alle drei. Wir haben halt alle drei irgendwie. Ich mach mal das ganz, ganz Merkwürdige von denen. So, dann hat er... die meisten Blüten waren tatsächlich 4. Also, wir hatten... Eine Blüte jetzt? Eine Blüte. Und wie ist der Körper ist mehr so... Dann nehmen wir mal sowas irgendwie. Rundlich. Okay, der Kaktus... Und dann nehmen wir mal... Wir hatten jetzt 6 Stacheln. Wir hatten 6... Wir hatten 3 Stachel. 9 und 12. Nehme ich halt mal 9. 9 Stacheln. Und wie... Immer noch Maurice. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz richtig irgendwie. Maurice, mir egal. Irgendwas fehlt da noch. Irgendwas, irgendeine Info. Ich weiß halt nicht so ganz, wie man das am ehesten jetzt hinbekommt. Was soll das sein? Okay, wir müssen uns nochmal das Kaktusposter angucken. Also, es soll ja eine Mischung. Die Frage ist halt...
2, 4, 5, 2, 4. Einmal, also die Blüten sehen sich halt relativ ähnlich hier von Grüne Libelle und Bliha Bla. Und deswegen, vielleicht könnte man dann darauf irgendwie dann einmal 5, einmal 4, vielleicht 9. Aber ja, aber 9 gab es ja nicht, ne? 9 gab es ja eigentlich nicht. Die Frage ist... Also, ich glaube, von der die Frage ist halt, woran ich mich am ehesten orientieren muss. So, ich meine, die sind halt alle unterschiedlich von der Form her. Und es muss halt eine Mischung irgendwie sein. Aber die Frage ist, wie wir diese Mischung hinbekommen, ob wir dann irgendwie, gute Frage, ne? Also, Ja, Blumen. Gar nicht so leicht. Es muss halt... Wie soll man denn da eine effektive Mischung draus machen irgendwie? Das ist die Frage, ne? Da fehlt etwas. Der blaue Maurice. Was läuft da zwischen dir und diesem Maurice? Nichts. Mein Interesse ist rein botanisch. Okay. Haben wir denn hier, also das, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wir haben ja ansonsten noch diesen komischen kleinen Johannes Willy Wanka. Vielleicht müssen wir auch davon ausgehen irgendwie, wie sie nicht aussehen dürfen. Das ist halt die Frage, ne? Das ist die Frage. Es ist irgendwie... Ist irgendwie dann die Frage, ne? Aber... Es soll ja eine Mischung aus diesen sein. Aber auf gar keinen Fall soll es irgendwie an diese anscheinend erinnern. Wenn wir davon ausgehen... Wir könnten es theoretisch auch mal so probieren, dass wir quasi andersrum rangehen. Dass wir uns nicht versuchen, eine Mischung aus denen zu machen, sondern auf gar keinen Fall, dass es aussieht wie das. Das heißt, dieses Kreisrunde fällt weg, dieses fällt weg und das S fällt weg als Form. Dann haben wir also quasi die Y-Form, die auf jeden Fall dann genommen wird. 3, 3, 2. Also muss er auf jeden Fall mehr als 2 oder 3 Blüten haben. Schätze ich mal, soll dann so die Antwort sein. Denke ich, oder? Keine Ahnung. Fragezeichen. So, okay. Es hat so diese komischen... es muss dann gerade Stacheln bekommen, weil die haben hier keine geraden Stacheln. Also muss es gerade Stacheln offensichtlich bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es darf also keine 12 haben. 1, 2, 3. Vielleicht ist das eine gute Herangehensweise, dass wir einfach sagen, was es nicht hat. Also 12 fällt weg, 3 fällt weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, also was hatten wir? Ich glaube, wir hatten 9 und 6 zur Auswahl, ne? Also so als mögliche Dinger. Dann darf es 1, 2... Also muss mehr als über 3 Blüten haben. Keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich mir hier gerade zusammen reime, aber ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja eher so, wenn wir das Pferd von hinten aufzäunen, von der anderen Seite. Ist gar nicht so leicht, wenn man erstmal darüber so nachdenken muss, wie das funktioniert. Okay, versuchen wir es mal auf die Art. Und wenn es da nicht klappt, dann muss ich mir nochmal irgendwie was komplett anderes ausdenken, schätze ich. Kannst du mir jetzt ein Wiesel also sein? Seine Stacheln sind gerade, weil die anderen gibt's ja alle. Gerade. Und er hat... Er hat genau... Ja, das ist halt die Frage. Also er muss auf jeden Fall über 3 Blüten haben. Das heißt, er muss 4 Blüten haben. 4 Blüten. Oder eine. Vier oder eine. Und wie sieht der Körper aus? 4 oder eine. Der Körper ist mehr so... So, und das muss jetzt theoretisch eigentlich... Darf es ja nicht an die... Gut, das Ding ist halt diese Form... Ist die anders als die andere? Weil die waren ja andersherum. Diese ganzen S-Formen waren ja bisher andersherum. Vielleicht ist das auch noch ein Hinweis, den ich bisher noch gar nicht... Weil
Dieser kleine auf gar keinen Fall, dieser lange auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen dieses Gespaltene, weil das kommt ja bei den anderen nicht vor. Aber vielleicht ist es ja der anders S-förmige. So. Aber vielleicht auch nicht. Also, ich mache es erstmal so, wie ich jetzt denke, ne? Also, ich mache jetzt erstmal, dass es eine gespaltene Form hat, weil die anderen alle auch bei den anderen vorkommen. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Ja, das ist jetzt halt die Quizfrage. Der Kaktus hat... Entweder 9 oder 6, was wir hatten. Also 3 waren, glaube ich, dabei. 6 waren dabei. 9. Ja, 9 oder 6, das ist halt die Frage, ne? Wie viele Stacheln hat er jetzt? 9 oder 6? 9 oder 6, keine Ahnung. Eher weniger, eher mehr? Ist halt jetzt, ja, ist halt jetzt irgendwie so... Ich überlege gerade, vielleicht 9 oder 6. Gut, die anderen hatten immer 6. Vielleicht ist das auch die Gemeinsamkeit, die ich hier suchen muss. Die Libelle hatte 6. Die Bli hatte 3 und der Doin aber auch wieder 6. Vielleicht muss ich dann eher auf 6 gehen, weil das häufiger irgendwie vorkommt, statt 9. 9 ist vielleicht zu viel da in dem Fall, weil die haben ja auch nicht über... Vielleicht muss ich das beides miteinander kombiniert sehen. Also quasi von der Form her, von der Blüten her, wie viele Blüten die maximal haben. Vielleicht muss ich das beides so gegenüber... Gut, ich mache erstmal 6. 6 Stacheln. Und wie soll er heißen? Maurice. Alles Maurice. Klar. Hier kommt dein Kaktus. Mal gucken. Also entweder ich muss das so gegenüber voneinander stellen und muss das so vergleichen. Oder, ja, keine Ahnung, ob das das Richtige ist. Wir werden es jetzt einfach sehen. Wenn nicht, müssen wir es halt nochmal anders machen. Müssen wir dann nochmal die Blütenanzahl verbessern. Yes! Oh, yes! Ich werde es gleich aufhängen. Nice, Mann! Richtig geil! Oh mein Gott, zeig mal. Ich habe genug Kakteen gesehen. Oh nein, ich hätte mir den gern angeguckt. Aber er sieht, ja, sehr geil. Also man musste wirklich quasi miteinander vergleichen und das nehmen, was auf gar keinen Fall dem er ähnlich ist. Hätte ich eigentlich auch mal früher drauf kommen sollen, ne? Statt irgendwie die 3 zu kombinieren, hätte ich einfach den nehmen sollen, der dem nicht ähnlich sieht. Ja, nice. So, dann würde ich mal sagen... Ich habe doch den Schlüssel. Ja, genau. Öffne einfach das Türschloss. Yes, sehr gut. Geschafft. Okay, ich denke, ich nehme erstmal die Seilbahn nach Asposia Central. Wenn ich ihn da nicht erwische, suche ich ihn in Altaspen. Das muss er mit der anderen Seite Asposiens gemeint haben. Fantastisch. Los, du musst weg. Danke für deine Hilfe. Ich hol dich hier raus, versprochen. Viel Glück, Laura. Danke, Libretta. Wir sehen uns wieder. Meine Teuerste, sagst du mir nun, wo sie hinfahren will? Ja, wo ist meine kleine Schwester? Erst die Information. Laura und der König sind auf dem Weg nach Altaspen. Aha, der Feigling versteckt sich also. Großartiger König. Conroy hätte sich nie versteckt. Wo ist meine Schwester? Es geht dir gut. Ich lasse sie zu dir bringen. Meine Liebe, du hast Asposien einen großen Dienst erwiesen. Oh, wie gemein. Wir wurden verraten. Aber kann ich irgendwie verstehen. Weil sie wollte halt ihre kleine Schwester okay. retten. Ich musste nur 14 Schaffner fragen. Aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Okay, cool. Wir sind also angekommen. Ich finde es auch ganz cool, dass wir so ein bisschen im Wechsel zwischen Laura und Robert spielen. Okay, zeig mal. Der ist ja cool. Hallo. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Hängt es hier schon länger? Das kann hier bleiben. Weil wie lange wartet er denn jetzt auf seinen Zug? Er scheint schon länger zu warten. Ja, allerdings. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald.
Das erinnert mich an zu Hause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Na, dann sollten Sie vielleicht nach Hause fahren. Ich würde keine 3 Jahre auf eine Bahn warten. Aber gut, ich würde sagen, meine Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und finden mal heraus, wie wir ihn dann dazu bewegen können, zurück zu seiner Familie zu reisen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Inner World 2 und bis dahin sage ich, bye bye.